Marie aus Paris. Sie ist wieder da. Französisch, frech und FFH. Pädische Praxis Albrecht, guten Tag. Bonjour, hier ist Marie aus Paris. Excusez-moi, ich spreche nicht so gut Deutschland, aber ich habe eine Frage. Ja? Ich rufe an wegen Kevin, die Sohn von meiner Freundin. Wissen Sie, der will einfach nicht reden. Ja, ja. Wir sind schon völlig verzweifelt. Wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Wichtig ist den Kindern halt auch zu sagen, wie die Dinge heißen. Also nicht immer nur fragen, wie heißt das, sondern halt eben auch sagen, guck mal, da ist ein Hund. Wir haben wirklich alles versucht. Wir reden ständig auf die ein. So, oh, los, jetzt sprich endlich mit uns oder... Oh, lassen Sie das. Und wenn es wirklich so ist, dass Sie total verunsichert sind halt eben und wirklich nicht mehr wissen, was Sie machen sollen, dann sagen Sie das Ihrem Kinderarzt. Da kommt nämlich keine einzige Wort, noch nicht einmal die Hallo oder wann gibt es heute Essen oder so etwas. Ja, ja. Und wir waren ein bisschen verzweifelt. Wir haben sogar gedroht mit die Stubenarrest, Madame. Oh nein. Also ich würde auf jeden Fall mal mit dem Kinderarzt halt eben sprechen, aufhören halt eben zu fragen. Ich weiß jetzt nicht, wie alt das Kind ist, deswegen... Der ist da 5 Tage alt. 5 Tage? 5 Tage alt, voilà, ja, 5 Tage. Ein 5 Tage altes Baby? Ja. Das muss nicht sprechen. No? Entschuldigung, ich weiß nicht, ich bin keine Mama, ich habe keine Erfahrung und wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht. Oh je. Okay, also wir brauchen uns keine Sorgen machen. Nein, Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Ich rufe gleich meine Freundin an, die ist gerade bei der Orthopäde, weil der nämlich auch noch nicht kann laufen. Sie veräppeln mich aber jetzt, oder? Ein bisschen vielleicht. Hier ist Marie aus Paris von Radio FFH. Sie haben das sehr, sehr gut gemacht. Adieu bitte. Adieu.